Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der finalen Folge von Hearts of Iron 4. Und ich sehe gerade, ihr habt nichts mehr zu tun. Dann kommt ihr jetzt mal ganz schnell hier rüber. Und zwar so schnell wie es nur irgendwie geht, nach dorthin. Damit ihr mir hier quasi Konvoi-Befehl macht ihr bereits die ganze Zeit. Okay, das ist schon mal gut, das ist schon sehr gut. Weil ich gerade nicht weiß, wo ihr seid. Ja, aber das macht nichts, das macht nichts. Die ganzen paar Sachen bekommen wir alle noch her. Haben wir sonst noch jemanden gerade? Nein. Sonst schaut es ziemlich trost aus momentan. Yep. Weil wir gerade nicht so rumkommen, wie wir gerne rumkommen wollten. Du hier, 19. Okay, wir erst mit normal angreifen. Das ist vielleicht auch nicht mal so das Verkehrteste für den Moment. Nur für den Moment. Dankeschön dafür. Deine 19er Schwadrone. Soll bitte hier noch ein bisschen. Ja, das können wir so lassen, wie es ist. Deine 30 können ein bisschen nach da noch rübergehen. Und die hier können ein bisschen nach da rübergehen noch. Hat sich das nämlich auch wieder geklärt an der Stelle. Amerika tut sich ausbreiten, passt soweit. Wir sind hier rot, wir sind hier rot, wir sind hier auch rot. Okay. Haben wir noch irgendwelche Einheiten gerade drin? Nein. So, das heißt, Frankreich haben wir jetzt auch den Krieg erklärt, das passt soweit. Ihr könnt sagen, dass ihr das hier angreift. Sonst noch irgendwas? Ja, überall kleine, ernsthaft. Ernsthaft, überall kleine Bobbel da drin. Ah. Gut, dann müssen wir die jetzt jagen, so wie es ausschaut. Aber die können eh nichts machen. Die können nichts machen. Die haben keinen Hafen oder sonst irgendwas. Nope, die haben echt nichts. Da sind jetzt auch schon wieder welche drin. Meine Güte. Ihr müsst aber auch echt überall nerven. Ihr müsst echt überall nerven. Ich glaube, ja, ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es nicht machen sollen. Moment. Kurz Auslauf, 1. Oktober, was soll es. Wir warten noch ab, bis die ganzen Franzosen weg sind von unserem Gebiet, bevor wir sie angreifen. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Stimmt, ich habe ja nicht so arg gespielt bisher. 60 Tage, danke dafür. Polen ist auch dabei, ihr seid auch dabei. Yep. Sonst noch irgendwas momentan? Nein. Wir haben hier alles und wir haben dort und wir haben auch dort alles. Normal angreifen. Normal angreifen. Normal angreifen. Und ihr auch normal angreifen. Das passt schon soweit. Hauptsache, wir kriegen alle weg vom Fenster. Aber wenn es geht, sind sie ja relativ klug. Und bin auch relativ klug. Das seid ihr auch nicht im Krieg mit mir, so wie es ausschaut. Okay. Das heißt, wir könnten sagen, dass Polen vielleicht auch im Krieg ist. Nein, das ist noch nicht. Okay. Das leider auch noch nicht. Maximum Feuerpower auf Polen, damit wir ihn niedermatzen können. Und ihr geht darüber hin. Nein, halt, halt, halt. Nicht darüber hin. Ihr geht darüber hin. Nein, immer noch nicht. Ernsthaft. Bereitschaft. Dorthin. Und dorthin. Wo haben wir den Rest noch übrig? Okay, nochmal. Das ist gerade, ich bin ein bisschen müde, gebe ich zu. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen müde, wenn ich das gerade hier durchziehe. Aber ich möchte es noch schaffen. Ich möchte es schon noch irgendwie schaffen an der Stelle. Sortle noch einmal. Ihr kommt alle nach dort rüber. Ihr kommt alle nach dort rüber. So. Also wie ihr nach dort rüber kommt. Und ihr kommt nach dorthin und nach dorthin. Der Rest bleibt da, wo er ist. Ja, passt. Dann sagen wir, ihr werdet ganz schnell eingeäschert, yep. Dann werdet ihr auch ziemlich schnell eingeäschert, so schnell wie es geht natürlich nur. Das passt, ich kann auch mitnehmen. Ihr werdet
alles kaputt machen, was sie finden können. Die hier auf jeden Fall. Genauso wie ihr bitte das hier kaputt macht. Dann Japan haben wir schon gekriegt, noch nicht. Dann machen wir es jetzt. Weiß Frankreich noch nicht, nein. British Indien, eventuell, müssen wir gerade mal kurz gucken. Wir sagen, bitteschön, ihr 6 Frontlinie da machen. Mit Angriffslinie nach da unten und gut ist. Und alle auf normal. Alle auf normal stellen. Yes, jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es aber soweit. Ich würde sagen, ihr könnt auch eh nichts machen. Wir haben nicht genug für irgendwas von euch. Alles, was wäre eine Lüge an der Stelle. Okay, wir machen keinen nationalen Schwerpunkt. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. So. Verbesserung für die Arbeiter, Kriegsanleihen, Ölfelder. Bauxit, Wolfram bauen wir selber ab. Passt. Ich habe doch gerade Krieg erklärt, oder? Ja, ich habe Krieg erklärt. Okay, passt. Es sind noch keine 9 dazugekommen an der Stelle. Sag ich schon mal nicht Nein dazu. Sag ich schon mal nicht Nein dazu. Ihr hier. Werdet bitte ganz schnell. Sehen wir so und von da nach da machen. Das seid ihr halt einzeln unterwegs, das passt schon. So rum hin. Eieiei. Macht mir es eben echt schwer, muss ich sagen. Macht es mir verdammt schwer. So, jetzt da. Attacke, los geht's. Dann sagen wir, wir machen bitte Strike Force. So. Schaut nämlich ein bisschen besser aus dann. Japan ist gefallen. Dankeschön. Ich nehme mich mal das erste Gute, was wir heute haben. Die Russische Föderation wird wahrscheinlich nicht dabei sein. 200 Tage, das können wir uns natürlich nicht leisten. Ist ein bisschen zu lange. Republik Mar geht auch nicht. Tibet geht wahrscheinlich auch nicht. Nein, geht leider auch nicht. Schade. Weimar, Deutschland etc. pp. Gucken wir mal, was die dazu sagen werden. Der Angriffspakt, das passt soweit. Ah, guck mal an. Guck mal an. Was haben wir denn? Keine Überlegenheiten, nein, wenn wir noch nicht genug haben. Wir haben noch nicht genug Flugzeuge für irgendetwas. Okay, was soll es? Was soll es an der Stelle? Polen, Kriegserklärung. 200 Tage dauert zu lange. Weimar wäre auch zu viel. Der Rest passt aber. Schotter ohne Mission. Dann hier und dort drüber hingucken. Ich habe immer eine Mission für euch. Ich habe immer eine Mission für euch. Haben wir noch welche da momentan? Wir haben noch Jäger, wir haben noch Luftnahunterstützung 1000. Das wäre noch was. Bitteschön. Luftnahunterstützung. Bitte den 1000 daraus produzieren, was soll's. Und noch nach da hinten hin. Albanien hat kapituliert. Passt soweit, passt soweit. Das heißt nämlich, dass wir sagen können, ihr geht nach dorthin und greift das Ding hier an und gut ist. So. 3 Divisionen sind hier auch fertig. Hier auch, hier auch, hier auch. Wunderbar. Ihr habt das eingenommen, ihr habt das eingenommen. Das heißt, wir könnten vielleicht ein bisschen was machen. Ihr habt Reform, Reform, Reform. So und nicht anders. Belgien ist auch unser Feind. Das macht mir nichts aus. Macht mir gar nichts aus. Okay, jetzt wird es ein bisschen viel wieder. Jetzt wird es ein bisschen arg viel werden. Wen habt ihr jetzt wieder dazugehört? Hm? Wen habt ihr jetzt dazugehört? Nur die und die und die hier. Okay. Da unten irgendwelche, die jucken mich ganz gar nicht. Der Rest juckt mich gerade hier auch nicht. Na gut. Und noch mehr Ruhe da bauen. Einfach immer noch mehr U-Boote bauen.
Wir machen schon bereits das Maximum, so wie es ausschaut. Wir sind ja fast schon Alleininvestor von ihnen. Weimar, können wir noch sagen. Hey, guck mal. Wir geben dir sogar noch was, wenn du mich in Ruhe lässt. Danke dafür. Sagen Sie mich ein bisschen noch in Ruhe lassen, sage ich nicht mehr dazu. Achso. Polen ist uns auf eines zugekommen. Ungünstig, ganz, ganz ungünstig. Aber theoretisch sollten wir grün sein. Das heißt, wir dürfen sogar. Einmal bitte die türkische Linie komplett wegbomben. Egal welche. Ach, das geht nicht. Da? Da auch nicht. Das geht auch. Das geht. Die werden nicht erleben, dass wir hier nicht durchkommen würden. Das hier können wir noch machen. Da können wir noch eine reinschmeißen. Da ist auch noch einiges los und da ist auch noch einiges los. Na komm, was soll's. Wir haben alles gemacht. Okay, dann bitteschön. Polen gehen in einer Feuerwolke auf. Ich würde mal behaupten, das sollte euch eigentlich gereicht haben für den Moment. Mundschuku ist jetzt auch weg. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ein kleiner Bereich weniger. Ein klitzekleiner Bereich. Nicht viel, aber zumindest etwas. Ich wollte gerade sagen, die bitte auch noch mehr holen. Die bitte auch noch von uns wegholen. Okay, wir haben hier trocken. Die Schweiz ist jetzt auch mit dabei. Ungünstig, ganz, ganz ungünstig. Brauchen wir eigentlich welche? Eigentlich nicht. Ne, hier bitte auch noch dorthin. Das ist unser Mega-Showdown hier. Wenn nicht hier, wo dann? Sordele. Ja, die haben gesehen, was ich mit denen gemacht habe. Diesbezüglich noch meine Bombe rein. Polen wird aufgesogen von uns. Das passt. Norwegen dazu geholt. Norwegen ist es uns egal. Das ist uns echt egal an der Stelle. Einfach mal durchbrechen. Einfach mal durchbrechen. Das kriegt zu schnell. Liberia ist ja auch kein Problem für uns. Definitiv nicht. Wo sind meine drei Leutchen? Ja, wo sind die? Ich wollte gerade sagen, ihr könnt doch bitte nach oben gehen. Und es noch voll zu erobern. So, so und so. Bitte schön. Rein damit. Ihr drei macht aber noch einen kurzen Halt. Bevor ihr schlussendlich dort ankommt. Okay, neuer Kampfrumpf erforschen. Ich habe gerade nämlich was anderes gesehen. Dass ihr. Ah, guck mal. Genau, ihr bitte das ganze Zeug hier einnehmen sollt. Beziehungsweise noch hier eine Frontlinie aufmacht und die Hälfte von euch dahin kommt. Wunderbar, läuft. Attacke, so. Dann haben wir euch hier. Ihr habt nichts mehr zu tun, das ist gut. Ist sogar sehr gut. Denn ich brauche euch bei der Polen-Offensive. Ihr habt sowas von, ihr müsst Polen nämlich ganz schnell einnehmen. Ja, mit euch. Ich meine, Schweiz und Co. wären auch noch interessant, aber... Ja, man kann nicht immer alles haben. Sagen wir es mal so. Dort haben wir auch genug, dort haben wir auch genug. Hier kommt bitte alle hoffentlich gleichzeitig an. Auf dass wir. Na komm, da komm, da komm. Australien darf ruhig auch noch mit angreifen, ist mir egal. Attacke, los geht's. Kuala Dingsbums. Warum nicht? Asketenland juckt mich nicht. Na komm, ernsthaft. Wir haben es nicht einnehmen können. Unschön, ganz, ganz unschön. Okay. Ihr seid hoffentlich noch neutral. Ja, ihr seid und bleibt auch neutral. Sonst gibt es nämlich Mega von Egger. So, ihr seid hier unten dran. Sonst hat jeder noch irgendwas zu tun, stelle ich fest. Ja. Definitiv hat jeder noch was zu tun. Jemen, so Ägypten, Tunas, Algerien, Kreta etc. kriegen wir auch noch. Ja, das kriegen wir auch noch. Es wäre doch gelacht, wenn es nicht so wäre.
die 400 schicken wir dort und auch wieder nach dorthin. Und da müssen wir jetzt 500 abziehen. Nach da unten hin. Damit der noch normal funktionieren kann. Yep. Ja, und wie das noch funktionieren muss. So, ich bin doch darum. Kanada ist auch mit dabei. Amerika hält sich recht gut, muss man sagen. Amerika hält sich recht gut da hinten. Neuseeland juckt mich nicht. Italien haben wir schon die Invasion. Russland, das ist mir sowas von egal momentan. Armenien, die möchte ich halt mal gerne angreifen. Das sind noch so Ziele, wo ich mir denke, ey, das wäre jetzt schön, wenn die weg wären. Tut die doch auch mal mit in den Kampfplan reinrufe. Das wäre echt schön. Bin schon mal fasziniert, dass Weimar nicht angreift. Aber die können wahrscheinlich auch nichts machen, würde ich mal sagen, an der Stelle. Katalonien? Das holt ja echt jeden, den ihr finden könnt, her. Aber sowas von. 200 weiter Jäger, ab nach da und ab nach da oben hin. Du willst mir nicht sagen, dass wir soeben... Dass wir soeben hier die Chance bekommen haben auf ein Bombardement. Ich glaube ja weniger. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Okay, war bloß ein Tag- und Nachtwechsel. Ja, Polen ist gleich weg. Polen ist gleich verschlungen. Oh, wunderbar. Wie geht es uns sonst so? Jäger haben wir noch ein bisschen. Strategisch haben wir Düsenbomben, aber zu wenig. Der Rest wird auch... Ja, Panikproduktion momentan. Mehr ist es nicht. Mehr ist es wirklich nicht an der Stelle. Wir können unser Kriegsanleihen. Yep. Du bist Kanal sprengen. Ja, den brauchen wir nicht sprengen. Das passt schon so, wie es ist. Raus mit dir. Die kriegen wir schon noch weg hier. Die kriegen wir schon noch weg, glaub's mir. So. Dahin. Dann sind die mich vertrieben von da unten. Genauso wie und genauso wie dort. Wir haben von zwei Seiten greifen an. Passt soweit. Der Krieg läuft einigermaßen, muss ich sagen. Nicht 100% gut, aber einigermaßen ist es gerade noch so in Ordnung. Hoch, hoch und hoch. Das passt. Ja, die anderen haben einfach Schiss gerade vor uns. Die trauen sich nicht, auch noch den Krieg anzufangen. Wir sind hier und wir sind dort. Passt soweit. Auch hier, auch hier. Warum greift die eigentlich nicht an? Das verstehe ich gerade ganz und gar nicht. Ach, wegen den Alpbrücken, weil die so heftig sind. Okay, okay, okay. Nachvollziehbar an der Stelle. Sowas von nachvollziehbar. Da habe ich wahrscheinlich auch nicht angreifen wollen. Aber ihr müsst halt irgendwo mal angreifen, Jungs. Ah, wir können ja nicht einfach nur so überall sagen, wir haben nichts und wir machen nichts. So, dann können wir nämlich noch sagen, Strike Force ist auch hier draußen dabei. Ja, dann haben wir nämlich überall Strike Force, wo wir sie ja brauchen könnten, eventuell. Das ist mir doof, dass ihr halt auch quasi mir im Weg seid. 160 Tage dafür. Unschön, ganz, ganz unschön. Ja, nimm Alexandria bitte ein. Mit allem, was dir zur Verfügung steht. Niederlande, ich weiß, sind auch als Feinde dazugekommen. Bitte, was? Ach, Niederlande, weil die da drin waren, deswegen. Okay. Schon verstanden, schon verstanden. Deswegen. Moment, die Vereinigten Staaten dazu geholt. Ja, dann würde ich aber auch sagen, hey, ihr hier. Ist halt Teil meines Bündnisses. Passt. Sowas von. Zeig doch mal, was in dir steckt. Ja, da ist einiges dabei. Zu den Waffen rufen. Ah, es geht, es geht. Wir dürfen gerne ihren eigenen Krieg für den Moment noch führen.
Richtung auf für den Moment. Eine Tonne zugerufen. Okay, viel Spaß damit. Ich meine, wir haben jetzt halt noch ein bisschen mehr. Wir haben noch ein bisschen mehr. Zypern. Das gehört auch noch mit dazu. Malta. Tunesien. Tunesien. Ah, das ist der Bereich hier. Okay, okay. Aber das müssen wir auch noch irgendwie haben. Armenien. Hier, yep, holt ihr auch noch dazu. Macht, was ihr wollt an der Stelle. Macht, was ihr wollt. Das passt schon alles. Die Republik hier dazu geholt. Pff. Armenien kapituliert. Ah. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ging jetzt ziemlich schnell. Aber das kommt halt davon, wenn man sich denkt, und die hier bilden. Aber hier, Dankeschön. Man müsse ganz schnell jeden Verbinder zu holen. Ich meine, ich sage nicht nein dazu. Ich sage nicht nein dazu. Ach, guck mal her. Die Engländer. Die kleinen Engländer. Moment, das haben wir gleich. Wir haben doch hier oben eine Armee, die gerade nichts macht. Ihr könntet doch quasi das hier eindämmen. Das schreit doch nach etwas, was ihr machen könnt. Falsch. Moin, moin, die Richtung. Geht Schild nein und gut ist. Das habe ich die Konfiguration. Haben wir die auch irgendwo? Ich weiß manchmal echt nicht, wo wir wen haben. Was soll ich sagen? Was ist... Ja. Ich würde sagen, vertreibt sie doch mal kurz bitte, dankeschön. Russische Föderation ist jetzt auch mit dabei im Krieg, oder wie? Ich glaube ja, okay. Ihr macht euch gerade selber kaputt dadurch. Aber ich finde es gut, ich finde es gut. Ich versuche gerade jeden Verbündeten irgendwie dazu zu holen. Mit jedem meine ich auch wirklich jeden gerade. Übrigens, Ma ist auch dazu gekommen. Ja, na herrlich. Her damit. Fress ich auf. Wo hat Frankreich jetzt Feind hinzugeholt? Okay. Viel Spaß damit. Mengiku, keine Ahnung, wo das ist, aber okay. Irgendeine Nation wird schon sein, die irgendwas machen kann. Sonst schaut es recht gut aus. Yep. Polen ist hier noch vorhanden. Nicht mehr lange, glaub's mir. Nicht mehr lange. Nicht mehr, wenn ich was zu sagen habe. Der Asrapa. Oh Gott, das möchte ich gar nicht mal aussprechen, was es ist. Die Konfession ist weg vom Fenster, dankeschön. Das heißt, wo seid ihr? Seid ihr hinten? Ah, ihr wart da unterwegs. Okay, okay. Schon verstanden. Dann sagen wir, ihr nehmt das hier ein. Wunderbar, dann seid ihr nämlich auch wieder beschäftigt ein bisschen. Und sonst noch irgendwie was gerade? Puh, Eisenhäufer am Chrom. Demokratie. Spanien ist unser Feind zugeholt. Georgia dazugeholt. Okay, wir haben wieder ein paar Stück dazugewonnen wahrscheinlich. Yep, ihr habt ja gerade noch eine Kleinigkeit zu tun. Nicht viel, aber etwas zumindest. Falls kaputt machen, gut ist. Ihr habt das unter Kontrolle, ihr habt das Kontrolle, ihr habt das auch unter Kontrolle. Genauso wie hier. Weimarer Republik. Kein Problem für uns. Ein paar Atompilze und alles ist gut. Genau, guck mal, wir mit denen handeln. Wenn wir mit denen handeln, deswegen machen sie uns nichts. Der Wahnsinn. Was ein bisschen Handel ausrichten kann. Ah, schau mal an, Moment. Wir könnten sagen, ihr hier, zack, die Hälfte davon. Stellt sich bitte noch nach dahin hin. Das wäre noch eine Idee. Das passt auch, das passt auch, das passt auch. Frankreich ist hier angegriffen, hier auch und hier auch und hier auch. Hier wird es weniger, hier wird es weniger, dort wird es weniger. Opposition ist auch noch mit dabei. Ja, sage mal, du. Jetzt weißt du es aber wirklich wissen an allen Fronten.
Könnt ihr die vielleicht mal auslöschen? Nämlich echt hier gerade im Weg gehen. Also da, weg damit, weg damit. Alexandria muss mir mal gehören. Und wie schaut's denn hier aus? Yep, die Armee ist auch am Kommen. Ah, ja, ja, nicht. Wunderbar. Zack. Alexandria, her damit. Können wir jetzt noch was machen? Noch nicht. Nein, noch nicht. Die Insel in Zypern, Osmanisches Reich, das gehört alles gleich nach uns. Ihr geht nach da unten, das heißt, ich muss mich darum auch nicht mehr kümmern. Und wir haben hier quasi die Lufthoheit momentan erreicht. Wir haben die meisten Lufthoheit. Die komplette Zerstörung haben wir hier erreicht. Wir kommen überall durch. Und das nur, weil die Weimarer Republik nichts tut. Ach, schön. Es gibt doch nichts Schöneres. Habt ihr... Ah, es gibt Leute, die nichts mehr zu tun haben. Okay, okay. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, ihr kommt... Was ist denn da los? Was ist denn da los? Hm? Ist es doch komplett unschön an der Stelle. Verfolgt ihn doch mal bitte, Dankeschön. Währenddessen sagen wir, ihr sollt bitte quasi hier hinkommen. Und mithelfen bei der Eroberung von Paris. Mal gucken, wie schnell die dabei sind. Ich würde gerade sagen, die haben nicht mehr so viel übrig. Asrabenische Republik. Gut zu wissen, dass die irgendwo war. Der Rest ist aber in Ordnung, oder? Ja, der Rest ist in Ordnung. Könnt ihr die eigentlich schon angreifen? Sind wir schon im Krieg mit dem? Sind wir okay? Dann möchte ich aber auch bitte, dass ihr alle die jetzt mal hier kurz besiegt. Tibet, ja, das war klar, dass die auch bei uns reinkommen. Das macht nichts, weil ich möchte die nämlich dahin holen. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Dann könnte man nämlich das hier quasi unter Kontrolle halten, das Ganze. Ein paar tausend Waffen bekommen, das ist schon mal schön. Und ihr gehört jetzt zu den hier hinzu. Ihr habt Arme 15 wird auch aufgelöst, macht nichts. 51 Stück Attacke. Der Rest... Yep, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Da immer noch nicht. Das ist halt... Das ist schon ein bisschen nervig, Mann. Das ist schon ein bisschen nervig. Tunesien nach da oben, da oben hin. 12 Divisionen sind hier. Der Rest wird noch kommen. Yep. Georgien ist damit auch gefallen. Das heißt, das letzte bisschen an Ressourcen in der Mitte ist auch weg. Wir haben wieder ein paar neue Ressourcen bekommen, würde ich mal behaupten. Ja, wir tun auf ein paar, nicht viele, aber ein paar Stück zumindest. Und wir brauchen noch mehr Reifen. Ja, nicht so, als hätten wir sonst schon irgendwie Probleme an der Backe. So, dann können wir sagen, wer hat gerade Probleme? Wer hat von euch gerade am meisten Probleme? Sagen, du machst den bitte fertig. Und ihr 23 kommt dann hinzu. Wo sind die 80? Die sind da unten momentan, okay. Nee, ihr kommt mir... Ihr kommt mir hier hinzu. Passt. 74 Stück, das wird ausreichend sein. Um die schlussendlich vor uns niederzuwalzen. Helen, Helen West. Ach, das waren die hier, okay. Dann sagen wir, ihr kommt also da rüber hin. Und macht mir jetzt einen Großangriff noch nach da runter. Die Insel soll uns gehören. Wenn das nämlich nicht der Fall sein sollte, dann fräse ich einen Besen. Das ist das, was ich heute noch erreichen möchte. So, wunderbar. Attacke, Angriff, Angriff, Angriff. Wunderschön. Sonst haben wir nichts mehr. Nein. Demokratie ist auch nach unten. Das passt. Wir haben Verluste. Ist alles im Bereich des noch akzeptablen momentan. Wir haben die... Danke für die Atombombe jetzt. Echt danke für die Atombombe. Ja, das heißt so viel wie.
Vergeltung. Vergeltung an der Stelle. Wir werden was mit euch hier eine Vergeltungsaktion starten. Und zwar werden wir darum angreifen, was soll's. Wir werden volle Kanne auf diese Küste angreifen. Mit allem, was uns hoch und heilig ist. Das will ich nicht machen. Das will ich nicht machen. So müssen wir es machen. Ah. Ich bin einfach nur müde. An der Stelle muss ich sagen, ich bin echt nur müde. Das heißt, ich werde jetzt nämlich eine Aufnahmepause machen. Und der Krieg wird am morgigen Tag für mich weitergehen und für euch bei der nächsten Folge. Ich hätte echt gedacht, wir wären ein bisschen schneller hier unterwegs, aber na gut, was soll's. Man kann ja nicht immer alles haben. So, da nein und da nein. Und da noch ein bisschen was Neues, das passt schon. Hauptsache, wir haben die Truppen in irgendeiner Art und Weise mal hier drüben. Ja, das dürfte. Das dürfte sehr richtig ankotzen, wenn ich ihre ganze Küste einnehme. Passt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss.